Jeder Mensch braucht Ruhe, braucht Phasen der Regeneration. Unser Körper kann nur funktionieren, wenn er immer wieder Pausen einlegen kann. Der Schlaf ist es, der uns die Kraft zurückgibt, die wir für jeden neuen Tag brauchen. Trotzdem aber klagen viele Menschen im Alltag über Konzentrationsstörungen, Abgeschlagenheit und sogenannter Tagesmüdigkeit. Die Ursache liegt bei vielen Betroffenen in einem gestörten Schlafverhalten, hervorgerufen durch Fehlfunktionen des Körpers. Tag und Nacht wird jeder Atemzug gebraucht, sonst kann das Blut nicht genug Sauerstoff zu unseren Organen bringen. Solange der Atemrhythmus bestehen bleibt, sind wir gesund, müssen uns um den erholsamen Schlaf keine Gedanken machen. Im Schlaf sind wir meist entspannt, lassen jeden Atemzug ungehindert durch den Körper fließen. Doch manchmal kann dieser Durchfluss im Hals- oder Rachenraum durch eine kollapsartige Reaktion von Muskel- und Fettgewebe behindert werden. Das geschieht häufig nach starker Gewichtszunahme. Die Atmung gerät ins Stocken, es kann zu bedrohlichem Sauerstoffmangel kommen. Sobald dieser Zustand über einen längeren Zeitraum anhält, vielleicht sogar wenige Minuten, treten äußerst kritische Situationen ein. Es kann zu Herzrhythmusstörungen, Bluthochdruck, Herzinfarkt oder zum Schlaganfall kommen. Das Atemzentrum im Gehirn reagiert häufig durch den andauernden Sauerstoffmangel mit Stresshormonen. Der wichtige Atemimpuls wird dann schlagartig hervorgerufen, um den Sauerstoffmangel wieder auszugleichen. Dabei wird dann die wichtige und erholsame Tiefschlafphase immer wieder unterbrochen. Mit sehr einfacher Technik ist es heute möglich, den Schlaf zu überwachen und damit eine Analyse vorzunehmen. Dieser kleine Helfer kann den gesamten Schlaf sogar zu Hause kontrollieren. So wird kein aufwendiger Aufenthalt in einer Klinik oder einem Schlaflabor erforderlich. Das Gerät kann sehr einfach am Körper befestigt werden und es zeichnet dann alle wichtigen Angaben zur Atmung und den dazu beitragenden Körperfunktionen auf. Damit ein genaues Bild von der Atmung entsteht, wird mit einem Sensor in einem Brustgurt jede Atembewegung erfasst. Mit Hilfe eines weiteren Gurts um den Bauch, der ebenfalls einen Sensor enthält, kann die Funktion des Zwerchfells, also unseres wichtigen Atemmuskels, kontrolliert werden. Über einen kleinen Sensor am Finger wird der Sauerstoffgehalt des Blutes erfasst. Hier muss nur darauf geachtet werden, dass kein Nagellack aufgetragen ist. Sonst würde die Messung durch den Fingernagel hindurch ungenau oder sogar unmöglich. Über eine sogenannte Nasenbrille wird der Atemdurchfluss gemessen. Die kleinen Schläuche erfassen ebenfalls den Rhythmus der Atmung und zusätzlich den Druck, mit dem geatmet wird. Deshalb ist es wichtig, dass die Schläuche gut sitzen und beim Schlaf nicht herausrutschen. Auf der Stirn wird ein Schlaf-EEG aufgezeichnet, die sogenannten Hirnströme. Auch sie geben wichtige Informationen über das Schlafverhalten, den Wechsel vom Tiefschlaf zu leichten Schlafphasen. Drei kleine Elektroden liefern Ergebnisse ähnlich einem EKG. So können Zusammenhänge von Herzfrequenz und Atemrhythmus ermittelt werden. Die Sensoren und das Aufzeichnungsgerät lassen sich auf sehr einfache Weise anlegen. Alles wird vorab Schritt für Schritt erklärt. So ist es möglich, die Schlafkontrolle erfolgreich durchzuführen. Sobald die Daten ausgelesen und zusammenhängend analysiert sind, lassen sich genaue Schlüsse über die Schwachpunkte des Körpers ziehen. Mögliche Erkrankungen können diagnostiziert und Wege zur Heilung besprochen werden. Die häusliche Analyse des Schlafs – ein schneller und einfacher Weg zu mehr Lebensqualität und Sicherheit.